Ja, die sind über uns. Da ist nichts mehr. Wir können, glaube ich, alle umgehen und uns einfach die Farbe stibitzen. Holy shit. Ja, die haben hier eine Leichenhalle. Oh, so viele Frauen. Was dauert da so lange? Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du mal nachsehen. Was willst du denn? Hey. Aua. Wow! 12 Schüsse haben wir im Magazin. So, das waren drei. Einer lebt noch. Das war der Motherfucker, der uns eben getötet hat. Ja, genau der. Demo. Von dem haben wir auch schon gehört aus irgendeiner Aufzeichnung. Also wir treffen wirklich auf Raider-Banden-Mitglieder hier. Nehmen wir doch noch zwei Stimpaks. Und das Jagdgewehr. Aua. Aua. War das eine Ladehemmung oder was war das? Ja, der hat ein Stimpak genommen, der Kollege. Und ich nehme viel zu viel Schaden. Meine Deckung ist irgendwie ziemlich durchsichtig, glaube ich. Ja, wir trinken mal ein bisschen was. Nehmen Blutpaket. Auf jeden Fall alles, was nicht mit Stimpaks zu tun hat. Alter, was hat der denn genommen, der Typ? Der muss doch langsam mal. Jetzt kriegt er wieder Damage. Ja, wir sollten hier eigentlich Deckung haben. Ja, wir machen mal einen Deckungskampf wirklich draus, weil das bringt's halt. Ah, dieser Typ. Der ist am Ausweichen wie so ein Fuchs. So, der tat weh, ne? Der auch. Ich liebe das Jagdgewehr. Also ich muss sagen, wenn man nicht immer reinstürmt und die Kämpfe mit Geduld angeht, geht es auch viel einfacher. Ah. Ah, der hat den Arm verkrüppelt. Demo! Ein Jagdgewehr plus schwer und ganz viel Zeug. Wir nehmen es einfach mit. Gucken wir uns gleich an. Bei den anderen filtern wir ein bisschen hartnäckiger. Metallrüstung. Wo ist die Bitch? Das war die Bitch. Die haben wir aufgelöst. Ich wusste, dass das eine Falle ist. Das konnte nur eine Falle sein. Das war so eindeutig. Hier, Jagdgewehr schwer. Ja, das macht mehr Damage. Da fehlt uns aber das Visier drauf. Ich meine, wir können es an der nächsten Werkbank anpassen. Deswegen nehmen wir das mal mit. Fusionskerne, wieder eine ganze Menge. Hier könnten wir theoretisch wieder mit einer Powerrüstung reingelaufen sein und hätten jetzt erstmal eine ganze Menge. Bingo. Mir wurde gesagt, ich soll ganz viel Farbe mitnehmen. In den Kommentaren. Farbmischer. Ja, blau und gelb ergibt grün. Geil, ne? Ja, gelbe Farbe finden wir bestimmt auch noch mal. Oder? Nee. Ja, der wird sich wahrscheinlich freuen, wenn wir dem grüne Farbe bringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das grüne Farbe war. Hemden und Jeans. Ja, das scheint so eine Art Allesladen zu sein hier. Oder zumindest alles Lager. Gelbe Farbe? Nee, Champkiste. Nehme ich.
Was ist da drin? Nehme ich auch. Ja, aber es war so klar, dass hier irgendwas ist. Blast Radius oder Blast Radius Brettspiel. Kennen wir, wollen wir, haben wir. Hier hätte man auch langschleichen können, ja. Gut, aber wir sind hier durch. Wir gehen mal über die Hintertür raus. Hier gibt es auch noch was. Nette Goodies. The Fence. So heißt wahrscheinlich die Gegend hier. Auf jeden Fall werden wir jetzt wieder zurück zur Stadt sprinten. Nach Diamond City und ein Baseball... Nein, gar nicht. Das ist ja gar kein Baseballspieler. Ein Wandstreicher glücklich machen. Besser als ein Wandstricher. Hat ihn vorne in den Laden gezogen und alles schien okay zu sein. Dann ist er wohl ausgeflippt oder so, weil er plötzlich mit Granaten um sich geworfen hat. Was? Und was habt ihr gemacht? Das ist es ja. Wie sich herausstellte, waren das gar keine Granaten. Das waren nur Steine. Er hat die Geräusche... Ups. Ja, wir haben die Konversation unterbrochen. Aber mir ist lieber, wenn wir nicht sterben und Raider töten. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo Preston ist. Ist Preston jetzt vielleicht wirklich vorgerannt zu dieser Burg? Weil ich glaube, seit er das gesagt hat, ist er weg. Das würde Sinn machen, wenn er jetzt seitdem weg ist. Wir müssen uns ganz schnell heilen. Wir müssen jetzt einen Mega-Heal-Mix vorbereiten. Buff out. Wir müssen jetzt hier ordentlich reinhauen. Nehmen wir nochmal einen Waterway, damit uns das ganze Zeug, was wir runterwürgen, auch nichts ausmacht. So, und jetzt sollten wir eigentlich ziemlich gut auszahlen können. Und ziemlich gut heilen. Ist mir egal, was du verkrüppelst. Ich habe so viel Health. Genau. Ja, das mag ein wenig großzügig ausgesehen haben mit den Heil-Items, aber das war schon nicht schlecht, das war schon gut. Ja, unser Arm ist verkrüppelt, aber das macht uns nichts. Wir rennen jetzt einfach in die Stadt, haben eine Menge Jagdgewehre aufgehoben, die wir dann freudig direkt an den Händler weitergeben können und vielleicht ein wenig Munition im Austausch erwerben können. So, da haben wir einen MG-Turm aus dem Hause Diamond City. So. Müsste hier nicht irgendwo... Da lang ist der Plaza. Okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss da der Plaza sein. Ah, sprinten. Das ist so ein schönes Gefühl, in Fallout sprinten zu können. Ich meine, ging ja auch in Fallout 1 und 2 schon. Warum sie es aus 3 und New Vegas rausgenommen haben, keine Ahnung. Wobei, sprinten ging nicht wirklich. Es gab Gehen und Rennen. Nur ist das Rennen in Fallout 3 und Fallout New Vegas einfach nur ein schnelles Gehen gewesen. Jedenfalls gefühlt. Und das war halt immer so ein bisschen uncool, fand ich. Aber na gut, hier haben sie eine gute Lösung gemacht, dass man mit den VATS-Punkten auch sprinten kann. Es gibt halt auch viele Leute, die komplett ohne VATS spielen. Ich bin eigentlich auch einer davon, aber ich habe den VATS so ein bisschen schätzen gelernt, seit ich Fallout 1 und 2 gespielt habe. Es ist nicht mal diese Cheat-Zielhilfe. Für mich ist es einfach der Fakt, dass es mal ein rundenbasiertes Spiel war und man das hier so ein bisschen noch einfließen lassen kann. So, hallo. Du bist zurück. Hast du die Farbe gefunden? Ja, schön, dass das Ganze hier gerade geladen hat. Grüne Farbe? Was, wenn ich keine grüne Farbe habe? Wäre das schlimm? Die Leute wären enttäuscht. Immerhin heißt es ja großer grüner Wächter. Tradition und so. Aber eine neue Farbe wäre mir immer noch lieber als eine verfallene Mauer. Und? Was gefunden? Grüne Farbe. War nicht leicht, aber ich hab was. Ja. Das sind mal gute Nachrichten. Wie wär's, wenn du den ersten Strich machst? Mal sehen, ob der Farbton passt. Grüne Farbe. Bei der Arbeit? Richtig schönes Grün. Der Mauer scheint's zu gefallen. Ja, das sieht man. Die ist ganz glücklich. Ich gern gemacht. War mir eine Ehre. Schön, mit jemandem zu arbeiten, der weiß, was Respekt ist. Hier sind dein Geld und ein kleiner Bonus für den richtigen Farbton. Aber mach damit nichts, was ich nicht auch machen würde.
taktisch clever wäre gewesen, das zu machen mit Preston im Schlepptau. Aber über sowas denkt man halt im Nachhinein dann besser nach. Die Tattoo-Pflanzen sehen gut aus. Die sehen aus wie die das erste Mal auf unserer Farm in Sanctuary Hills, als wir weniger Pflanzen hatten und die Leute dafür ausreichend waren. Auf jeden Fall haben wir ein Level Up. Juhu. Das ist immer so eine Frage. Man hat so eine riesen Skillwand und will alles haben. Mehr Munition in Behältern wäre ja ganz cool. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen mehr auf Ausdauer skillen. Wir sind so schnell tot. Oder Beweglichkeit sogar. Wobei Beweglichkeit geht mehr in Richtung VHTS. Ich bin mit VHTS derzeit ganz zufrieden. Ich meine, ich benutze ihn ja wirklich eher selten. Wissenschaft. Ach, kann ich nicht. Wie sieht es mit den normalen Mods aus? Ja, Waffenfreak 2 kann ich skillen. Das mache ich gern. So. Ja, dann sind wir hier durch. Dann würde ich sagen, ist unsere nächste Haltestelle. Die Questreihe mit Nick Valentine. Wollen wir gucken, dass wir in der Hauptquest noch ein bisschen voranstoßen. Wobei, eigentlich wollte ich noch zu Piper, ne? Dann rennen wir nochmal zu Piper. Zu Piper. Da. Die Story des Jahrhunderts. Bisschen Strahlung kassiert, aber halb so wild. Ja. Hast du diesen Artikel gelesen? In der Public Occurrence. Ja, ja. Schoolhouse. Da, endlich. Public Occurrences. Da, Piper. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Der Vault-Junge hat einen Spitznamen von der Presse. Wo mein Lieblingsstadion war, ist jetzt ein Elendsviertel. Echt toll. Interessant, dass du das erwähnst, weil du doch aus einem Vault kommst. Du trägst zwar nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf den trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so fühlt. Voll ätzend. Dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich passe auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Ich glaube, dass wir schon ziemlich angepasst sind. Wir sind noch mal sarkastisch. Hier hast du deine Überschrift. Hiesiger Mann sagt nein. Du meinst es ernst, hä? Schlaumeier. Schön. Wir machen das später, aber ich will dieses Interview, klar? Ja, wir reden noch mal mit dir. Hey, Piper. Bist du bereit für das Interview, Blue? Ja. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Ja, Kälteschlaf. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja. Boah, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, für uns war das ganz normal, aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wie das für die Leute hier sein muss. Erstens ist es schwer zu glauben, aber wenn sie es glauben, die haben tatsächlich jemanden vor sich, der dieses Elend hier auch anders kennt. Das muss unglaublich sein. Hallo, jemand zu Hause? Ja. Ja, ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott, der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen, Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Es ist scheiße. Ihr lebt alle in rostigen Hütten und bringt euch gegenseitig um. Und dann dieser Gestank. Okay, was für ein schönes Zitat. Ich weiß ja bereits, dass du deinen Sohn Sean suchst. Glaubst du, das Institut steckt hinter seiner Entführung? Ja, wir wissen es nicht. Ich weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Das ist echt schwer, ja? Weil wir begleiten ihn. Wir wissen nicht, wie es ist. Ich meine,
Bestimmt kennt jeder von uns eine Situation, wie es ist, wenn man einen geliebten Menschen irgendwie verliert. Es ist was anderes, als wenn er irgendwie entführt Möchtest du wird. vielleicht reden? Hier ist es ja eine Entführung, wobei er hat ja auch seine Frau verloren. Und das ist halt die meisten von uns, wahrscheinlich 90% kennen dieses Gefühl. Ja, die Hoffnung nicht verlieren. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Wisst ihr, was ich finde? Dass das Spiel verdammt interessante Charaktere hat. Wir haben hier dieses schlagfertige kleine Pressemädchen, das gern den Leuten mitteilt, was in der Welt passiert, was sie denkt. Dann haben wir Preston, der einfach ein unglaublicher Gutmensch ist. Dann haben wir die Seite der Brotherhood of Steel, wo wir beitreten können. Wir werden mit extrem vielen Charakteren bombardiert, die alle verdammt interessant sind, genauso wie mit extrem vielen Entscheidungen, wie den Minutemans, die sich damit befassen, sich gegenseitig zu retten quasi, beziehungsweise Leuten in Gefahr zu retten. Also diese ganzen Moralaspekte, die derzeit auf den Spieler eingeprügelt werden, diese ganzen Möglichkeiten. Du musst es nur sagen. Es ist der Wahnsinn. Ich kann es nicht anders sagen. Nur dann erfolgreich. Fallout 4 scheint von seiner Größe viel, viel kleiner zu sein. Ich würde sagen, das hier könnte ein Viertel von der Fallout 3 Karte sein. Allerdings ist das vergleichbar mit The Elder Scrolls Morrowind und The Elder Scrolls Skyrim. Die Spielwelt von Skyrim ist viel riesiger als die von Morrowind. Obwohl das Gebiet, was in Morrowind in der Spielgeschichte da ist, eigentlich, ich glaube, sogar größer ist als Skyrim. Jetzt ist es aber so, dass in Morrowind einfach viel mehr Liebe in dieser Spielerwelt steckt, die in diesem Spiel hinterlegt ist. So, und in Skyrim merkt man, obwohl die Karte größer ist, geht irgendwo was verloren, weil nicht so viel Content da ist, nicht so viel Liebe drin steckt. Und das hier ist ein gutes Beispiel, wenn man sich Fallout 3 anguckt. Es war eine verdammt gute Karte, viel Content und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, hier steckt noch mehr Liebe drin. Und ich finde, das merkt man auch. Egal, wo wir hingehen, wir finden überall was Interessantes. Wenn jemand sein Leben bedroht, ich bin verdammt erfolgreich. Also, ich finde das gerade genial, was hier passiert. So, wir könnten Piper's Terminal einfach so benutzen. Bist du gerade mein Follower? Ah, die guckt gerade einfach nur, was ich mache. Ja, ich gehe mal in ihren Terminal. Artikel, synthetische Wahrheit, kennen wir. Datei, Lesebeschwerden. Anerkennung für die Mauer. Wir gehen das später durch. Ich möchte jetzt nicht so viel Lesearbeit haben. Wir machen das auf jeden Fall. Erinnert mich auf jeden Fall nochmal dran. Aber wir haben jetzt so viel schöner Wohnen gemacht. Gerade mal eine Mini-Quest absolviert. Ich würde gerne sehen, was mit der Story ist. Echt, ich bin so auf dem Story-Drill, nachdem hier gerade wieder mit den Charakteren. Es ist der Wahnsinn. Vor allem die Musik im Hintergrund. Ich weiß nicht, wird das ausgesprochen? Ironsur, der Soundtrack, der gibt mir den Rest dazu. Es ist einfach überwältigend. Ich kann gerade nicht aus dem Schwärmen kommen. Ich bin gerade total auf der Hypewelle drauf. So, da sind wir. Mitten im... Die Klappe. mitten in... Ist das Lexington der Stadtteil? Ich weiß gar nicht, wie der Stadtteil heißt. Auf jeden Fall haben wir unsere Quest in dieser Zone. Combat Zone heißt das Gebiet ja schon. Ja, wir haben ja schon gehört, da sind Raider Gangs am Start. Das heißt, es wird wahrscheinlich ziemlich dreckig und wir müssen nochmal in die Stadt. Ja, ich habe vergessen, dass wir ziemlich viel Gewicht dabei haben, Jagdgewehre dabei haben und ich noch handeln wollte. Ach, sowas ist scheiße. Ja, aber ich mache mal eben einen Cut, bis wir direkt wieder vorm Händler stehen. Da sind wir wieder.
Ja, das ist die Händlerin. Zwar so ziemlich alles, aber nichts davon ist Schrott. Ja, handeln. Oh, ich schau mal, was du hast. Alles, was du brauchst. Ja, wir verkaufen die Impro-Pistole, die wir haben. Das kurze Jagdgewehr. Ja, weil ich wüsste nicht, was man damit soll. Kompensierte, kalibrierte Pistole. Pff, nee, unsere ist besser. Ja, die kann ebenfalls weg. Das schwere Jagdgewehr können wir weglegen, weil wir können unsere Waffe eh anpassen mit Waffenfreak jetzt. Ansonsten haben wir noch die Raider-Kleidung hier gefunden. Die packe ich auch einfach mal weg. Und im Austausch hätte ich gerne Munition, und zwar Fusionszellen für unser Lasergewehr. Und das ist dann wieder ziemlich teuer. Und jetzt will sie wieder Geld von uns. Das ist aber kein Problem. Wir haben ziemlich viel Geld durch die ganzen Quests, die wir so gemacht haben. Pistolenmunition haben wir auch noch ohne Ende. Wir gucken mal in unsere Waffen rein. Was brauche ich denn? Jagdgewehr habe ich auch noch genügend. Wir brauchen nur die Fusionszellen. Mehr brauchen wir derzeit nicht. Stimpacks haben wir auch noch. Also ich habe das Gefühl, was Waffen und so angeht, ist man in dem Teil hier wesentlich besser aufgestellt. Haben wir bestätigen? Ja. Ich wollte gerade sagen, darf ich die Waffenwerkbank benutzen? Anscheinend schon. Ich verjag ihn mal. Verpiss dich. Hey, du bist dieser Wortbewohner. Der aus der Zeitung. Oh, jetzt schon was gedruckt? Jagdgewehr. Wir können wahrscheinlich... Schnelllademagazin. Überlegene Nachladegeschwindigkeit. Okay, das klingt cool. Allerdings... Ja, da brauchen wir überall Items für. Sowas müssen wir bei uns in der Werkstatt machen. Ja, weil ich hätte gesagt, einen möglichst langen Lauf an das Jagdgewehr, damit da ordentlich Präzision und Wumms hinterhängt. Nur mit Stahl allein können wir anscheinend nicht so viel machen. Na gut. Dann nicht. Dann später. Dann zu Hause. Aber ich würde gerne mal wissen, was jetzt so über uns geschrieben wurde. Und da haben wir ja unsere Kleine hier. Die gibt ja kostenlose Zeitung aus. Hey, Ned. Hey, du. Das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Lest die Public. Blick aus dem Wall, Teil 1 und Teil 2. Oh Gott, das wird länger, wenn es Teil 1 und Teil 2 gibt. Teil 3. Ach, Blick aus dem Wall, Teil 1 von Piper Wright. Ich verstehe echt jetzt erst den Namen. Piper Wright, Piper Wright. Oh mein Gott. Ja, es klingt ziemlich ähnlich. Könnte Zufall sein, aber ich weiß nicht. Immer wenn ich einen Spaziergang durch Diamond City mache, sehe ich viele Dinge, für die ich dankbar sein sollte. So denken zumindest viel hier. Sauberes Wasser, funktionierendes Licht, Strom, Sicherheit. Es ist schon richtig, dass viele hier vor ein paar Jahrzehnten noch undankbar gewesen... Moment, ich kann es nicht sehen wegen dem Knick in der Zeitung. Nochmal, dass viele hier vor ein paar Jahrzehnten noch... Ja, undenkbar gewesen wäre. Aber dabei vergessen wir nur allzu schnell, dass wir trotz unseres Fortschritts noch immer in einer Welt leben, die nur ein Schatten der Welt vor dem Krieg ist. Eine Welt ohne Strahlung, ohne Supermutanten, ohne wilde Ghule, ohne Synths. Aber, wie es der Zufall wollte, habe ich Blackhand getroffen, ein Vault-Bewohner. Jemand, der das Commonwealth zum ersten Mal erlebt. Was würde er wohl dazu sagen, wie weit wir es gebracht haben? Ist Diamond City das größte Juwel, für das wir es immer halten? Bevor wir auf diese Frage eingehen, müssen wir wissen, wer Blackhand ist. Wo kommt er her? Zu meiner Überraschung hatte er nicht viel zum Leben im Vault zu sagen. Denn er hat seine Zeit damit verbracht, auf eine vereiste Scheibe zu starren. Jeden Tag. 200 Jahre lang. Ganz richtig. Blackhand stammt nicht nur aus einem Vault. Er gehört zu den ursprünglichen Bewohnern. Er hat die gesamte Zeit im Kälteschlaf verbracht. Fortsetzung in Teil 2. Okay, das hält sich in Grenzen. Es wundert mich, warum sie es nicht in eine Zeitung gepackt haben. Aber es waren ja auch drei Fragen. Vielleicht einfach, damit es übersichtlicher ist für den Spieler. Also, was hat Blackhand nach dem ersten Anblick von Diamond City zu sagen? Ihr lebt alle in rostigen Hütten und bringt euch gegenseitig um. Und dann dieser Gestank. Schmerzhafte Worte. So viel der Zivilisation ging verloren, als die Bomben fielen. Und wir haben... alles hier ohne die Annehmlichkeiten und die Sicherheit eines Vaults wieder aufgebaut. Und auch wenn Blackhands Aussage überheblich klingt, müssen wir uns daran erinnern, woher er kommt und wie es für so jemanden hier aussehen muss. Vielleicht soll diese Wut auch nur verdecken, was er verloren hat.
Blackhand hat nämlich einen Sohn, Sean. Und obwohl ein Vault recht sicher ist, konnte dennoch jemand eindringen und Sean entführen. Jetzt ist Blackhand bereit, alles zu riskieren und wagt sich dabei in unsere seltsame und oft feindselige Welt, um Sean aus den Fängen seiner Entführer zu befreien. Wir alle kennen die Gerüchte um die verschwundenen Personen in Diamond City. Der beschämte Blick, wenn wir Trauernden begegnen und dabei der Mauer danken, dass es dieses Mal nicht uns getroffen hat. Es gibt tausend Möglichkeiten, im Commonwealth zu Tode zu kommen. Warum sollte man sich da um Entführungen scheren? Ja, warum nur? Es ist leicht, dem Verschwinden von Menschen mit Zynismus zu begegnen. Wir wissen schon so lange, dass das Institut irgendwo da draußen ist, aber kaum sonst etwas. Sie sind nicht die Einzigen, die für die Entführung verantwortlich sind. Aber die Tatsache, dass wir nichts unternehmen können, um sie aufzuhalten, lässt uns alle Opfer dieser Entführung als hoffnungslose Fälle sehen. Aber die, die zurückbleiben, geliebte Menschen, Freunde, Nachbarn, die die Entführten vielleicht nie wiedersehen werden, sie können nicht einfach wegschauen. Sie tragen diese Last mit sich, auch wenn ihnen alle anderen sagen, dass sie die Sache vergessen und ihr Leben weiterleben sollen. Ich habe Blackhand gebeten, Diamond City etwas zu sagen, um uns eine neue Sicht darauf zu eröffnen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren und um uns zu zeigen, wie er sich fühlt. Vielleicht sollten wir uns auf gewisse Weise alle so fühlen. Vielleicht haben wir vergessen, wie man richtig auf eine menschliche Tragödie reagiert. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. So Blackhand. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird oder zumindest die Wahrheit erfährt. Ende. Ja, also der Bericht hat seine Stärken, aber irgendwie finde ich, da hätten die mehr draus machen können. Aber gut, haben wir das wieder durch? Sag mal, ich muss mal was gucken. Ich habe ja gesagt, ich möchte nicht auf ganz schwer schalten, weil die Schwierigkeitsgradskalierung in Bethesda-Spielen meistens kacke ist. Und ich sehe gerade, hier ist sogar eine Erklärung, was dann genau passiert alles. Ach nee, das ist nur generell. Überleben. Wenn ich Überleben einstelle, muss man dann noch essen, schlafen, trinken und so weiter? Das fände ich nämlich ganz interessant. Nee, sieht nicht so aus. Weil, es gab in Fallout New Vegas diesen Hardcore-Modus, wo man halt trinken, essen musste, schlafen musste. Und das fand ich ganz interessant. Das ist komisch, das Ding. Ja, aber das scheint es hier nicht zu geben. Schade, aber da kommen wahrscheinlich Mods für. Oder vielleicht kommt ja noch ein Add-on. Es gibt ja auch schon Season Pass auf Steam zu dem Spiel. Also da scheinen ein, zwei Add-ons zu kommen. Hoffen wir es jedenfalls, weil das Spiel verspricht, viel herzugeben mit seinen Ressourcen. So, aber jetzt können wir uns endlich auf den Weg machen, nachdem wir Piper einen Besuch abgestattet haben. Aber ich würde sagen, wir gehen mal wieder auf unsere Genug-für-heute-Statue. Ja, wir haben ein bisschen Zeit da drin jetzt noch verplempert. Wir hätten jetzt schon bei Nikolais letztem Anhaltspunkt sein können. Aber ich würde sagen, hier machen wir für heute mal einen Cut. Wir waren wieder fleißig. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Es freut mich, dass ihr noch dabei seid. Ich freue mich auch auf das nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. In diesem Sinne, bis dahin noch viel Spaß.